Jan und Donna im Wald. Es war ein schöner sonniger Tag im Dezember. Jan, ein dreijähriger Junge, war mit seinem Hund Donna im Wald unterwegs. Jan liebte es, im Wald zu spielen. Er kletterte gerne auf Bäume und erkundete alles, was er finden konnte. Donna war ein großer, freundlicher Husky, der Jan immer auf Schritt und Tritt folgte. Die beiden Freunde wanderten durch den Wald und Jan entdeckte immer wieder neue Dinge. Er fand einen großen Baumstumpf, auf den er hochkletterte. Von oben hatte er einen tollen Blick auf die ganze Umgebung. Er sah die Bäume, die Sträucher und den Fluss, der sich durch den Wald schlängelte. Donna lag unter dem Baumstumpf und sah zu Jan herauf. Er war stolz auf seinen kleinen Freund, der so mutig war und alles erkundete. Nach einer Weile ging es weiter. Jan und Donna kamen zu einer Lichtung. In der Mitte der Lichtung stand ein altes Haus. Das Haus war leer und verfallen. Jan hatte noch nie ein solches Haus gesehen. Er war fasziniert und wollte es genauer erkunden. Jan und Donna gingen um das Haus herum. Die Tür war offen und Jan ging hinein. Das Haus war dunkel und staubig. Jan sah, dass die Möbel kaputt waren und die Fenster zerbrochen waren. Er war ein bisschen ängstlich, aber auch sehr neugierig. Er ging durch das Haus und Donna folgte ihm. Sie kamen in einem Raum, in dem ein großer Kamin stand. Jan ging zum Kamin und sah, dass sich darin ein paar Holzscheite befanden. Er nahm ein Holzscheit und steckte es ins Feuer. Das Feuer knisterte und warf ein warmes Licht in den Raum. Jan setzte sich vor den Kamin und Donna legte sich neben ihn. Jan war glücklich. Er hatte ein tolles Abenteuer erlebt. Er war stolz auf sich, dass er sich so mutig in das alte Haus getraut hatte. Nach einer Weile wurde es dunkel. Jan und Donna mussten nach Hause gehen. Sie gingen zurück durch den Wald und Jan erzählte Donna von seinen Abenteuern. Donna bellte und freute sich über seinen kleinen Freund. Als sie zu Hause ankam, war Jans Mutter schon besorgt. Sie hatte sich gewundert, dass Jan so lange weg war. Jan erzählte ihr von seinen Abenteuern und seine Mutter war stolz auf ihn. Jan und Donna waren müde, aber sie waren glücklich. Sie hatten einen schönen Tag im Wald verbracht und ein tolles Abenteuer erlebt.